Am Jumbo. Das hier ist jetzt schon das letzte Video aus Tansania, denn für alle, für die die Zeit auch so schnell vergangen ist wie für mich, mein Jahr ist eigentlich um. Ich habe jetzt nur noch einen Monat hier und ja, ging ganz schön schnell. Ich bin jetzt tatsächlich schon 11 Monate hier im Land und deswegen auch schon hier das letzte Video. Und was ich so noch nicht abgedeckt habe, was ich aber gern wollte, ist so der Alltag in Dander und wie man die Freizeit gestaltet und wie generell hier das Alltagsleben so ist. Dazu dieses Video. Ich werde es wieder so machen wie im letzten, weil es ja relativ gut ankam. Mit den vielen Filmsequenzen, die ich reinschneiden werde. Und dann werde ich einfach so durch den Alltag gehen. Kurz vorab, es wird dann ein Video noch aus Deutschland kommen, was ich so als gesamtes Zusammenfassvideo über dieses Jahr mit Blick auf quasi Sinnhaftigkeit von solchen Projekten hier und generell Entwicklungsarbeit, meine Gedanken über diese zwei verschiedenen Welten, Afrika, Europa zum Beispiel, da wird nochmal ein Video dann aus Europa kommen. Ja, da meine Arbeit so vielseitig ist, wie im letzten Video ja zu sehen, sind meine Arbeitszeiten auch relativ unregelmäßig, was bedeutet, dass ich ja oftmals etwas später erst in die Arbeit gehe, weil dort nicht besonders viele Patienten sind, so vormittags. Und dann dafür nachmittags hier daheim dran was dranhängen und an meinem Laptop arbeite für die neue Webseite zum Beispiel. Oder jetzt einen kleinen Film produziere für das Krankenhaus. Solche Sachen habe ich jetzt da auch dazu genommen. Deswegen ist meine Wochenstruktur immer relativ unterschiedlich. Und grob generell lässt sich sagen, dass man hier sehr stark so in den Tag reinlebt, was jetzt nicht heißt, dass man nichts macht, sondern einfach, dass man immer relativ spontan entscheidet, was man eigentlich jetzt gerade machen will. Also man hat eigentlich nie einen Termin, der weiter in der Zukunft liegt als eine Woche oder sowas. Und man entscheidet alles relativ spontan, was man macht. Und ja, dann kann es auch mal sein, dass man am Wochenende mal spontan in den Bus steigt und an den Ozean fährt. Watungapi wanaweza kuenda na gari wapu wangapi? 18. Safi sana. Elfumbili tu, eh? Ja, ma. Samati Elfumbili. Ah, si un pizza. Oder eben, man trifft sich, wenn dann überhaupt spontan hier mit Leuten eigentlich. Und ja, so ist das Leben hier ziemlich geprägt. Das ist alles immer relativ spontan und auch immer relativ stressfrei, muss man sagen, auch mit der Arbeit. Was sind dann so meine Hauptaktivitäten? Dadurch, dass man hier relativ viel Zeit hat, weil es nicht sowas wie feste Freundesgruppen oder Vereine oder sowas gibt, mache ich relativ viel Sport. Das mache ich entweder mit Jungs oben. Es gibt hier zwei Schulen in Dander. Das bedeutet, es ist viel, viele Leute in meinem Alter sind da hier unterwegs mittags rum. Und wenn die ihre Sporttage haben, klinke ich mich da auch oft gern ein. Da haben wir, ja, Fußball ist der Klassiker und gibt aber da oben ganz coole Sportanlagen. Und dann habe ich auch schon mal Boxtraining mit ein paar Jungs gemacht, die das wollten, weil ich das ja aus Deutschland kenne. Genau, und dann kann man noch zu so einem kleinen Stausee hochjoggen, was eigentlich sehr cool ist, und dort schwimmen gehen. Das ist was ziemlich Einzigartiges eigentlich.
Hier in Tansania können ganz viele Leute nicht schwimmen zum Beispiel, weil sie überhaupt keine Möglichkeiten dazu haben. Schwimmbäder oder so gibt es hier ja nicht. Genau, das sind so die sportlichen Sachen oder halt Workout so daheim. Dann, ja, nimmt so, ach, allgemeines Erledigen so doch irgendwie eine gewisse Zeit in Anspruch. Also so seine Wäsche waschen. Das habe ich ganz am Anfang per Hand gemacht und da habe ich irgendwo rausgefunden, wo hier eine Waschmaschine so ein bisschen verlassen rumsteht, die ich jetzt mit benutze. So Wäsche waschen, abspülen, ja, einkaufen gehen am Markt unten. Da habe ich jetzt auch ein paar Videoclips. Wenn die alle so ein bisschen verwackelt und hektisch sind, möchte ich das entschuldigen, denn ja, man fällt als Weißer ja eh schon auf hier. Also generell ist es so, wenn man hier unterwegs ist, wird einem die ganze Zeit Mzungu nachgerufen eigentlich. Das heißt, halt ist die Bezeichnung für weiße Menschen hier. Und das heißt, man fällt eh schon mega auf, hat eigentlich alle Augen auf sich, wenn man so unterwegs ist. Und dann kommt halt noch dazu, dass ich hier meine Kamera dabei hatte und rumfilme. Das ist dann immer nicht so ganz angenehm, aber ich denke, ein paar Aufnahmen, die akzeptabel sind, sind dabei. Ja, ich muss mich eigentlich auch entschuldigen, denn ich habe es echt versäumt, diese Aufnahmen hier zum Beispiel von der Laufstrecke zu machen während oder am Ende der Regenzeit. Denn da sah das Ganze nochmal ganz, ganz anders aus. Das ist wirklich ein Unterschied, wie in Deutschland Sommer, Winter, Schnee und kein Schnee. So ist es hier mit dem Wald, wie der aussieht. Also in der Regenzeit ist es wirklich wie so ein, ja, Regenwald, wie man den sich eigentlich vorstellt, wo man dann die verschiedensten Vögel schreien hört, total hohe Luftfeuchtigkeit, überall so die Bäume, alles wuchert, alles ist total dicht und grün, was jetzt ein bisschen anders ist. Also es wandelt sich hier wirklich sehr stark. Jetzt, so sieht es halt momentan aus. So im Juli. Ja, da in dem Dschungel, da gibt es dann, ja, wie gesagt, diese vielen Vögel. Affen gibt es einige und wilde Hunde, also wild lebende Hunde und so kleineres Getier. Mehr haben wir hier nicht mehr. In der Region hier gab es früher mal so ziemlich alles, Elefanten, Löwen und so weiter. Da die Region hier aber relativ dicht besiedelt ist, gibt es das heute alles nicht mehr. Die wurden hier aus der Region vertrieben oder ausgerottet. Ja, dann haben wir eine Gitarre auftreiben können. Da kann man ab und zu mal Gitarre spielen. Wir haben uns eine kleine Feuerstelle im Garten gebaut. Oder einfach abends setze ich eigentlich meistens auf der Terrasse oder sowas. Abends hat man leider keine Gesellschaft mehr so wirklich, weil die ganzen Schüler müssen in ihre Schulen. Quasi, das sind alles Internate und die dürfen abends nicht raus und ich darf nicht rein. Deswegen soziale Kontakte abends hat man eher wenig. Es gibt schon so ein paar Bars unten im Dorf, wo man hin kann, aber das ist dann, ja, da hängen dann eher so die Kollegen vom Krankenhaus rum und das ist dann, ja, die meisten, die da wochentags oder auch wochenends in den Bars anzutreffen sind, könnte man, ja, sind da eher so Dauerstammgäste. Und das ist mal ganz nett, da dabei zu sein, aber eigentlich nichts, womit man sich so
täglich den Abend vertreiben kann. Deswegen sitze ich meistens hier auf der Terrasse. Ist eigentlich auch ganz schön hier. Haben wir eine Feuerstelle, ab und zu mal ein Lagerfeuer, also nicht besonders häufig. Aber ab und zu mal, das ist immer ganz lustig, wenn wir Feuerholz beschaffen gehen, dann wird man mal gefragt, ja, was kochst du denn? Ja, also weil das normal ist, wenn man hier Holz sammelt oder so, dann wird das zum Kochen verwendet. Und dann habe ich anfangs immer gesagt, so, nee, ich koche eigentlich gar nicht. Ach so, dann verbrennst du Müll. Sage ich, nee, mache ich auch nicht. Dann haben sie überhaupt nicht verstanden. Ja, was machst du denn dann mit dem Holz? Sage ich, das ist ein Feuer zum Anschauen. So habe ich es dann quasi immer erklärt. Finden die Leute ja komisch. Also sowas wie Lagerfeuer kennen sie gar nicht. Aber für uns war es ab und zu mal ganz schön. Wandern gehen kann man Wochenends sehr, sehr schön eigentlich oder eine Radtour mal machen. Einer der Brüder von der Abtei hier hat ein paar gute Fahrräder und mit dem fahre ich ab und zu auf eine Radtour, das ist ganz schön. Sport, Musik, ab und zu kochen wir abends was. Theoretisch kriegen wir Essen immer in dem Gästeabteil der Abtei. Aber das ist irgendwie, wird das sehr einseitig mit der Zeit und deswegen ab und zu kochen wir was, das ist eigentlich immer ganz cool. Weil wir versuchen natürlich die Sachen zu kochen, wo wir am meisten Lust drauf haben. Hallo, jetzt bin ich gerade beim Zwiebeln schneiden, weil wir heute Abend Pizza machen wollen. Und ja, das ist auch so eine Aktivität, die wir hier ab und zu mal machen. Vielleicht einmal in der Woche, mal alle zwei Wochen, dass wir hier was kochen. Normalerweise essen wir ja bei dem Essen von der Abtei mit. Ab und zu kochen wir aber auch was, das ist ja ab und zu auch mal einheimisches Essen, aber doch recht hoch im Kurs ist bei uns das, was wir von daheim kennen, weil wir das sonst nicht haben. Deswegen ist heute Pizza dran, das probieren wir zum ersten Mal. Was immer relativ schwierig ist, Sachen von daheim zu kochen, weil es bestimmte Zutaten hier einfach nicht oder ganz wenig oder zu sehr teuren Preisen gibt. Und man die dann irgendwie immer ersetzen will. Also Käse kann man hier zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht kaufen. Ist jetzt für Pizza natürlich schwierig. Da haben wir noch ein bisschen was aus Paketen von bekommen quasi. Und auch Wurst oder sowas haben wir nicht. Und zum Beispiel für die Pizza ist jetzt auch ganz lustig. Von daheim, wenn man Pizza selber macht, okay, du machst den Teig, du holst dir die Zutaten und haust ein Glas Tomatensauce drüber. Also passierte Tomaten, ist jetzt hier natürlich nicht der Fall. Hier muss man erstmal die Tomatensauce vorkochen. Deswegen sitze ich jetzt am Nachmittag hier fürs Zwiebeln schneiden. Die Zwiebeln kommen in die Tomatensauce. Also wir haben Tomaten gekauft, die werden dann in heißes Wasser getan, geschält, dann passiert, ganz lange gekocht, damit das ganze Wasser rausgeht. Und dann werden die Zwiebeln leicht angebraten, kommen da dazu, bisschen Knoblauch, ein paar Gewürze, die auch schwierig zu kaufen sind. Aber da haben wir uns mal einen großen Vorrat in Dar es Salaam gekauft. Genau. Ja, da merkt man mal, wie aufwendig Kochen sein kann, wenn man alles kaufen muss eigentlich. Aber ist auch ganz gut. Es macht Spaß. Ja, was haben wir schon so gekocht? Wir haben mal Burger geschafft. Wir haben mal... Ja, schöne Spaghetti mit italienischer Tomatensauce geschafft. Die gleiche Soße, die jetzt auf die Pizza kommt. Und wir haben schon Eis geschafft. Ich habe mal Eiscreme selber gemacht. Das hat sehr gut funktioniert, glücklicherweise. Ist aber ein Mordsaufwand ohne Eismaschine. Sowas braucht dann Zeit. Genau, Nachbarn einladen zu einem Essen. Solche Sachen. Ab und zu haben wir dann aber auch einheimisches Essen hier gekocht selber. Ja, um einfach Abwechslung drin zu haben und damit ich ein bisschen Kochwissen mit nach Hause nehmen kann auch. Da haben wir verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, was ich einblenden kann, sind Vitumbua. Das ist, sind diese runden Dinger da. Die werden aus hauptsächlich Reismehl gemacht. Das ist hauptsächlich hier der Alltag. Ich schneide nur mal ein paar Bilder rein, auch vom Haus, glaube ich, habe ich irgendwann mal gemacht. So wie mein Zimmer aussieht, wie die Küche aussieht. So, Servusler. Jetzt bin ich gerade dabei. Es ist Sonntagnachmittag. Eine Bananenpflanze. Das ist das hier.
Ja. Zu pflanzen und da drüben in diesem Topf hier und diesen Basilikum hier zu pflanzen in unseren Garten, denn ja, von den Bananen werden wir wahrscheinlich nichts mehr haben. Ich persönlich reise schon im September ab. Jetzt ist gerade Mai. Es ist Mai, genau. Und von den Bananen werde ich zwar nichts mehr haben, aber Nachfreiwillige dann. Wir werden ca. 100 Bananen ernten aus einer Pflanze. Und von dem Basilikum werden wir was haben. Verena und ich versuchen heute Abend Pizza zu machen. Mal schauen, was da draus wird. Ist immer ein bisschen schwierig hier, weil man gewisse Zutaten nicht findet und die dann ersetzen muss. Ich bin jetzt hier gerade noch am Loch graben. Und dann schauen wir mal, ob Aktion Garten erfolgreich wird. Ja, 3 Pflanzen fehlen noch. Das Video mache ich hier mal Stopp. Wir machen jetzt mal ein Update da drauf. So sieht das heute aus. Von den Basilikumpflanzen haben alle bis auf die eine, die größte, da überlebt. Und die Banane sieht mittlerweile so aus. Was ab und zu auch ganz nett ist, sind die Gottesdienste hier. Die sind sehr anders, als ich die von daheim kenne, wie jetzt auch zu erwarten war. Aber durchaus sehr schön. Der Gesang ist hier oft sehr schön und die Trommeln dazu. Und was immer ein großes Hallo ist, wenn hier irgendwelche Feste sind. Also eine Fronleichnamsprozession war hier zum Beispiel einmal. Und auch sonstige Feste sind hier immer ein relativ großes Dorfspektakel, muss man sagen. Ich habe auch eine Bekanntschaft geschlossen zu einem Bauern hier aus dem Dander, der ja, auf den Feldern hier so verschiedene Sachen anbaut. Das ist immer ein bunter Mix, was ihm gerade in den Sinn kommt, baut er wohl an oder saisonal so ein bisschen. Also so Tomaten, Gurken, Okra, Mais jetzt glaube ich, genau. Und samstags habe ich jetzt ab und zu ein paar Mal gemacht, dass ich zu ihm aufs Feld gegangen bin und ihm bei der Arbeit geholfen habe, was wirklich, wirklich krass ist, wenn man das mal sieht, wie hier
noch Landwirtschaft funktioniert. Also da wird alles noch per Hand gemacht. Ja, also jede Pflanze muss man einzeln per Hand wässern, säen, düngen und so weiter, ernten. Und das ist ein richtiger Knochenjob, ja, also den ganzen Tag über. Um 6 Uhr in der Früh geht's los und dann wird ja ziemlich heiß. Und das Geile daran ist aber, dass wir dann mittags immer so eine, ja, er macht immer natürlich Mittagspause und dann kochen wir halt dort auf dem Feld quasi, so auf dem Feuer. Das ist noch relativ üblich, aber das Essen dort, weiß ich nicht, das ist total simpel, aber ich habe selten so was Geiles gegessen. In dem Moment schmeckt es einfach sehr gut und alles daraus, was wir da zusammen kochen, ist einfach frisch vom Feld runtergepflückt und dann zusammen mit diesem Maisbrei, der hier sehr weit verbreitet ist, und schmeckt einfach saugeil. Ja, eine sehr wichtige Bitte habe ich jetzt noch zum Ende dieses Videos, und zwar, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich dabei bin, die Webseite für das Krankenhaus mitzugestalten, die wir jetzt neu aufgesetzt haben und die jetzt so langsam wächst. Die Webseite ist noch lange nicht perfekt. Aber was auch noch nicht perfekt ist, sie wird vom Google-Algorithmus noch nicht gefunden. Und meine Vermutung ist, dass die erst ein paar Mal aufgerufen werden muss. Und deswegen würde ich bitten, dass alle mal auf den Link in der Beschreibung klicken und einmal auf diese Webseite klicken, damit die aufgerufen wird. Damit würdet ihr mir und dem Krankenhaus wirklich sehr helfen. Auf die Webseite klicken und in einem Monat bin ich dann schon wieder in Deutschland. Da kann ich mir vielleicht auch endlich mal wieder einen Friseur leisten und nicht mehr mit sowas Selbstgeschnittenem hier rumlaufen. Ich freue mich natürlich, die meisten von euch da wieder zu sehen. Es wird wahrscheinlich das lachende und das weinende Auge sein, mit dem hier verlassen und wieder in Deutschland sein. Aber das kann ich jetzt noch schwer voraussagen. Ich bin gespannt, was mir in Deutschland dann so auffallen wird, was sich verändert hat vielleicht oder Unterschiede in der Kultur, die mir bisher noch nicht aufgefallen sind. Aber das kommt dann alles natürlich im nächsten Video. Ciao!